Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Tom Kaulitz ist Gastgeber des größten deutschsprachigen Podcasts weltweit. Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast. Und Tom Kaulitz ist auch mein Mentor und Podcastlehrer. Und wir sprechen jetzt darüber, wie Sie Podcasting nutzen können in Ihrem Autohaus, um Ihre Kunden zu erreichen und um mehr Umsatz zu erzielen. Los geht's! Herzlich willkommen zum ersten deutschen Online-Autohaus-Kongress. Tom Kaulitz. Tom Kaulitz, ganz herzlich willkommen zum ersten deutschen Online-Autohaus-Kongress. So schön, dass du dabei bist. Hallo Andrea, danke für die Einladung. Wo erwische ich dich denn? Ich bin gerade in der Nähe von Las Vegas, hier in der Wüste von Nevada in den USA und schwitze bei angenehmen 40 Grad. Beziehungsweise hier drin jetzt nicht, weil wir Klima haben, aber wenn ich rausgehen würde, dann wäre es so warm, ja. Ja, beneidenswert. Wir sind hier in Deutschland auch auf dem Weg, dass es endlich Sommer wird. Tom, lass uns gleich loslegen in das Thema. Es ist ja so, du bist ja mein Podcast-Mentor. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Du hast mir das Podcasten beigebracht, aber es gibt sicherlich jetzt hier im Rahmen des Kongresses den einen oder anderen Zuschauer, der dich noch nicht kennt. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer du bist, wofür du stehst, warum deine Kunden dich buchen. Ja, mein Name ist Tom Kaulitz. Ich habe 2012 mit dem Podcasting angefangen, also bin schon relativ lange dabei. Meine Show war innerhalb von 5 Tagen international auf Platz 1. Also es war wirklich relativ schnell ein Senkrechtstart, der hochgegangen ist. Nach ein paar Tagen hatte ich schon irgendwie 30 Länder inne, in denen ich gehört wurde. Und mittlerweile haben wir über 150 Länder oder beziehungsweise Hörern aus über 150 Länder. Wir haben über 600 Episoden und mehrere Millionen Downloads. Also genau, das ist so der Podcast-Bereich. Vor dem Podcasting war ich Offizier in der Bundeswehr, viele, viele Jahre als Zeitsoldat. War danach kurz auch im Immobilienbereich und habe dann aber ja relativ schnell angefangen mit Podcasting, weil ich wollte einfach viel Geld verdienen und aber auch viel Zeit haben, was bei den Immobilien nicht so geklappt hat und als Soldat auch nicht. Jeweils immer genau das andere hat gefehlt. Und jetzt habe ich halt beides. Und seit 6 Jahren nunmehr, seit 2014, reisen meine Frau und ich entspannt durch Nordamerika, haben uns so ein 12 Meter Luxuswohnmobil gekauft und cruisen im Endeffekt durch die Weltgeschichte und machen einfach das, was uns Spaß macht. Der Podcast ist weitestgehend auf Autopilot geschaltet. Da habe ich halt relativ wenig Zeit, was ich reinstecken muss und ja, genieße seit 6 Jahren ziemlich entspannt mein Leben. Ja, Augen leuchten. Was ist so die Hauptleidenschaft, Tom? Was treibt dich aus dem Bett morgens? Alles das, was mir Spaß macht. Also das kann ich gar nicht so genau kategorisieren. Es ist wirklich dann auch sogar der Podcast, wo ich sage, hey, ich habe irgendwie plötzlich eine Eingebung gehabt für coole neue Episoden, für einen bestimmten Themenbereich oder für neue Interviewpartner. Und ich sage, Mensch, den will ich noch in die Show kriegen. Oder sind einfach Dinge, wenn ich aufwache und sage, auch heute Wetter ist geil, habe ich mal Bock, meine Enduro zu schnappen und einfach mal durch die Wüste, ein bisschen durch die Sanddünen zu brettern oder einen Gleitschirm zu schnappen oder wenn wir irgendwo am Meer sind, paddeln zu gehen oder Spearfischen, schnorcheln oder tauchen. Wie gesagt, das sind so die Dinge, ja, der Spaß treibt mich eigentlich aus dem Bett, dass ich weiß, ich kann das tun, was ich tun will, worauf ich Lust habe. Wie schön. Tom, der Kongress, der steht ja unter dem Motto Deutschlands Autohäuser im Wandel. Wo geht die Reise hin? Und da haben wir ja dieses Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Und wir haben jetzt bei den Autohäusern, bei den Händlern das Thema, dass da ganz, ganz viele Autos auf den Höfen stehen und es einfach auch darum geht, wie bekomme ich letztendlich die Autos verkauft? Wie sorge ich dafür, dass die Hemmschwellen der Kunden niedriger werden, dass die einfach wieder auch mehr Spaß haben, Autos zu kaufen? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und wir sprechen jetzt über das Thema Podcasten und was Podcasten dazu beitragen kann, dass die Autos vom Hof verschwinden oder dass sie weniger werden. Funktioniert das mit Podcasten?
Ich denke ja, es gibt eigentlich kaum etwas, was man mit Podcasting nicht vernünftig erreichen kann. Und ich glaube, der Knackpunkt oder die Kunst beim Podcasting, dieses Besondere ist einfach, dass wir damit unheimlich gut Kundenvertrauen aufbauen können und Kundenbindung generieren können. Das heißt, einmal mache ich den Kunden neugierig oder den potenziellen Kunden auf meine Dienstleistung, auf mein Angebot. Dadurch gewinne ich natürlich auch im gewissen Sinn das Vertrauen durch meine Expertenpositionierung, weil der Kunde einfach merkt, oder der Hörer, sagen wir mal so, der Hörer merkt dann von wegen, oh, der Typ hat Ahnung, wovon er spricht, das ist alles rund und schlüssig und da ist ein Mehrwert, was rüberkommt. Das heißt, das Vertrauen wird gewonnen, wodurch natürlich auch die, Hemmschwelle des Kaufens natürlich dann sinkt. Das heißt, jemanden, dem ich vertraue, von dem würde ich eher was kaufen als jemanden, den ich einfach nicht kenne und wo ich mir womöglich denke, oh Gott, was ist das jetzt für einer? Und dann natürlich auch die Kundenbindung. Das heißt, wenn einer einmal gekauft hat und dieses Vertrauen auch da ist, bleibt derjenige durch den Podcast auch einfach langfristig als Kunde. Und das gibt mittlerweile auch einige Studien über das Thema Podcasting, die wirklich bewiesen haben, dass Podcast-Hörer, die einmal einen Podcast hören und den auch gut finden, dass die wirklich über viele, viele Jahre dem Podcast treu bleiben und auch dem Podcast-Host, praktisch den Produkten des Podcast-Hosts, was auch immer dann im Angebot des Podcasters drin ist. Mhm. Wer hört Podcasts? Podcasts hören überwiegend, der durchschnittliche Hörer, der ist so circa 30 bis 40 Jahre alt. Das heißt, der steht normal relativ gut im Leben schon drin. Das heißt, er hat ausgelernt, er weiß, was er will. Er hat in der Regel schon einen Job in einer höheren Position, was auch wieder zeigt, dass Podcast-Hörer ein relativ hohes Bildungsniveau haben. Das heißt, 75% aller Podcast-Hörer haben mindestens Abitur oder eben höherwertigeren Bildungsabschluss. Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen liegt bei über 75.000 Euro im Jahr. Das heißt, es sind auf jeden Fall auch welche, die auch schon besser verdienen, sagen wir es mal so. Mhm. Was natürlich auch wichtig ist, Podcast-Hörer wollen sich durch den Podcast weiterbilden und informieren. Das heißt, ein Podcast wird jetzt nicht wie Radio oder wie Musik einfach so nebenbei laufen gelassen, wo man aber nicht hinhört, sondern was einfach nur Hintergrundgeräusche bringt, sondern ein Podcast wird ganz bewusst gehört, um eben sich über bestimmte Themen zu informieren oder auch zu unterhalten, je nachdem. Und Podcasts sind ja auch kostenlos. Das heißt also, diejenigen, die sagen, sie möchten gerne tiefer in ein Thema einsteigen, haben die Möglichkeit, sich kostenlos so eine Episode runterzuladen zu dem Thema, das gerade relevant ist. Genau. Das ist auch wichtig. Also ein Podcast, der kann im Endeffekt kostenlos und freiwillig abonniert werden. Abonniert. Also praktisch, man kann sich ein Abo holen. Das heißt, dass man jede Podcast-Episode, wenn man einmal einen Podcast abonniert hat, jede neue Episode automatisch auf sein Smartphone bekommt oder auch direkt über Smartphone ins Auto reingeladen bekommt und dann über das Multimedia-System im Auto natürlich hören kann, ganz klar. Und was auch zeigt, dass ein Großteil der Podcasts, ich glaube irgendwie um die 60-70% der Podcasts, werden auch im Auto gehört. Halt auf dem Weg zur Arbeit oder auf irgendwelchen längeren Touren. Okay. Ja, es ist eine spannende Sache. Also ich bin ja damals aus Podcasten gekommen. Das war so die Idee. Ich hatte ein Coaching im Autohaus und da war ein Teilnehmer, der ist bis zum Schluss geblieben. Und dann sagte er zu mir, sag mal, Frau Patzelt, was kann ich denn tun, um besser zu werden? Und dann habe ich gedacht, so pauschal kann ich ja darauf gar nicht antworten, weil das ist ja auch nicht seriös. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie du mit dem Thema umgehst. Und habe ich gesagt, da mache ich einen Podcast. Und dann bin ich dann auf dich gestoßen, weil du ja da auch mit deiner Podcast-Meisterschule eine Möglichkeit geschaffen hast, dass du sehr schnell auch das Podcasten lernen kannst. Mhm. Wenn jetzt Entscheider aus Autohäusern zuschauen und denken so, Podcast, schön, höre ich mir selber an, aber ich selber machen? Wie soll das denn gehen? Was ist deine Antwort dazu? Also Podcasting ist, glaube ich, das kann ich echt ruhigen Gewissens sagen, eins der einfachsten oder eigentlich sogar das einfachste Online-Marketing-Tool, was es gibt in meinen Augen. Weil die technischen Voraussetzungen, die gehen gegen null. Also ich sag mal, jeder, der jetzt hier den Kongress sich anschaut, der wird wahrscheinlich schon alle technischen Voraussetzungen haben, um auch einen Podcast selber machen zu können. Das heißt, außer einem Computer
Und ein Mikrofon braucht man da nicht wirklich viel. Die Software, um zum Beispiel die Audiodateien nachher zu bearbeiten, da gibt es wirklich vernünftige, kostenlose Software. Bei Mac ist es mit eingebaut, hier der GarageBand zum Beispiel und Windows-Nutzer. Und ich persönlich nutze zum Beispiel auch Audacity. Das ist auch eine Freeware, die man auch für kommerzielle Zwecke kostenlos nutzen darf. Mhm. Genau, und das ist eigentlich alles. Das heißt, die technischen Voraussetzungen, die sind extrem gering. Der Aufwand ist auch super gering. Man braucht ungefähr, ich sag mal so, für eine Episode zwischen, also sag mal, wenn man mal so ein paar 5, 6, 7, 10 Episoden produziert hat, das heißt, so ein bisschen reingekommen ist, liegt der Aufwand ungefähr bei einer halben Stunde bis Stunde pro Episode. Bei mir ist es mittlerweile so, wie gesagt, ich habe jetzt ja doch schon ein paar Episoden gemacht mit über 600. Das heißt, für mich dauert die also ich habe meine Sprechzeit, die ich reinspreche. Das heißt, wenn ich eine 15 Minuten Solo-Episode reinspreche, brauche ich natürlich die 15 Minuten, völlig klar. Und dann die eigentliche Bearbeitungszeit, die liegt bei mir, wenn ich das alles komplett selber mache, was ich hin und wieder wirklich noch mache, um einfach auch in der Übung drin zu bleiben, bei, ich würde sagen, 10 bis 15 Minuten. Also praktisch die komplette Post-Production, das Schneiden, das Hochladen, das Packen auf WordPress und so weiter. Also das ist nicht mehr als eine Viertelstunde, die ich brauche. Und das macht auch keinen Unterschied, ob ich jetzt eine 5-Minuten-Solo-Episode einspreche, dann brauche ich halt 20 Minuten. Wenn ich in 5-Minuten-Solo einspreche, brauche ich 20 Minuten. Wenn ich in 5-10-Minuten-Solo einspreche, brauche ich 30. Und wenn ich ein 45-minütiges Interview habe, brauche ich halt eine Stunde. Okay, also genau. Das ist dann ja auch machbar und ist einfach auch nicht so ein riesigen Aufwand. Also die Technik, sagst du, also wenn man jetzt in den Kongress, also den Kongress sich runtergeladen konnte oder jetzt auch den streamen kann, hast du die Voraussetzungen mit Laptop und Kamera, um loszulegen. Du brauchst sicherlich dann auch ein gutes Mikrofon, aber das sind einfach dann ja eher dann so Basics, die da sind. Was ist ein Geheimnis einer guten Episode? Also wie wird ein Podcast erfolgreich? Also einerseits natürlich die Technik, das ist das eine, aber du brauchst ja natürlich erstmal auch ein Bewusstsein dafür, wen sprichst du überhaupt an und wie baust du das auf, dass so ein Podcast erfolgreich ist? Ja. Es kommt dann immer darauf an, was das Ziel des Podcasts ist. Wenn wir jetzt hier wirklich in dem Beispiel bleiben, beim Thema Kundenbindung und Kundenvertrauen aufbauen, ist es halt unheimlich wichtig, dass wir den Podcast immer aus Sicht des Hörers produzieren. Das heißt, den Hörer interessiert zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin das geilste Autohaus der Welt und ich habe die besten Verkäufer und die besten Mechaniker. Das interessiert den Kunden einen Scheiß, jetzt mal ganz knallhart gesagt auf Deutsch. Was den Kunden aber interessiert, ist Dinge, wo er sich Fragen stellt. Wenn er zum Beispiel einen Podcast hört von wegen die 5 Dinge, die du unbedingt vor dem Wintereinbruch noch erledigen musst. Die 3 Top-Dinge, die du vor den Sommerferien, vor der Fahrt in den Urlaub noch unbedingt an deinem Auto checken solltest. Oder aber auch so Dinge von wegen die 5 Dinge oder die 10 Dinge, woran du erkennst, dass eine Autowerkstatt dich über den Tisch zieht. Ja? Also, ja, ich meine, es gibt ja auch schwarze Schafe da draußen, wie in jeder Branche. Also ich will jetzt keinen damit angreifen. Wie gesagt, die gibt es in jeder Branche. Aber das ist halt auch so ein Punkt. Das heißt, wenn ich als Autohaus jetzt eine Episode rausbringe, wo ich wirklich, die ich wirklich zum Beispiel nenne, die 5 Dinge, woran du erkennst, dass deine Autowerkstatt dich über den Tisch zieht. Klammer auf, die 5 Dinge, die wir mit dir natürlich nicht tun, Klammer zu. Also das heißt, in der Episode spricht man dann halt über Dinge, so dieser Anruf, der dann halt kommt von der Werkstatt, ja, Frau Patzel, Sie haben ja jetzt Ihr Auto bei uns zur Inspektion. Wir haben gesehen, in 3 Monaten ist der TÜV fällig und Sie haben einen kleinen Sprung im Scheinwerfer. Sollen wir den nicht direkt mit austauschen? Was sagst du denn da? Ich meine, ne? Klar, sagt man ja, hau raus das Ding, mach einen neuen halt gleich rein. Aber weiß ich, ob der Scheinwerfer wirklich kaputt war? Zeigt mir die Werkstatt danach den kaputten Scheinwerfer? Sowas halt. Also woran erkennt man das einfach? Und wenn man das eben aus Sicht des Kunden macht, denkt sich der Kunde oder denkt sich der Hörer in dem Moment, wow, die sind ja offen und ehrlich, die sind ja richtig transparent.
Und wenn man dann auch noch hingeht bei der nächsten, oder wenn man das selber dann als Autohaus macht, bei der Reparatur, dass man dann sagt von wegen, ja hier Frau Patzelt, wir haben ja jetzt die und die Dinge bei Ihnen ausgetauscht, wollen Sie die defekten Teile sehen? Wenn derjenige dann auch noch den Podcast gehört hat, denkt er sich, wow, die sagen das nicht nur, sondern die tun das ja sogar wirklich. Und das ist halt ein Vertrauensboost, wo man jetzt nicht nur Fans mitgewinnen kann, sondern in dem Fall werden aus den Fans Superfans. Und das ist das Ziel eines jeden Podcasts, dass man, oder eigentlich generell in jeder Geschäftsbeziehung, und das geht halt mit Podcasts sehr gut, dass man aus seinen Fans eben Superfans macht. Und Superfans sind dann welche, das sind schon sowas wie Missionare, die dann draußen rumlaufen und sagen von wegen, hey, dein Auto, also musst du unbedingt hier, also mein Händler, wo ich hingehe, der Typ ist Hammer. Das ist übrigens hier sein Podcast. Hör dir den mal an. Ja, also das sind Superfans. Und das schaffst du einfach über eine Kundenbindung und über eine ehrliche Kommunikation. Das Schlimmste, was ein Podcaster oder ein kommerzielles Unternehmen tun kann im Bereich Podcasting ist, wenn man den Podcast, und ich will jetzt damit auch keinem auf die Füße treten, aber wenn man den Podcast in das Vertriebsteam auslagern würde. Das ist das Schlimmste, was man tun kann, weil ich meine, wir kennen alle Verkäufer, nichts gegen Verkäufer, aber ein Verkäufer, da sind einfach so ego-getriebene Pitbulls, ja, die beißen sich in den die beißen sich in den Kunden rein und wollen unbedingt verkaufen, was ja auch deren Job ist. Das ist ja auch okay. Aber so darf ein Podcast nicht aufgebaut sein. Ein Podcast, da geht es um Content, um Kundenvertrauen und so weiter. Da geht es nicht um Vertrieb. Der Vertrieb passiert automatisch. Das ist ein Beiprodukt von einem Podcast. Das ist das Coole. Das heißt, ein Podcast, mit einem Podcast verkauft man, ohne zu verkaufen. Und man darf da drin auch nicht verkaufen, weil damit macht man das Vertrauen kaputt. Das ist ein spannender Punkt, also, weil es gibt ja natürlich jetzt auch in der Branche schon den einen oder anderen Podcast und da geht es ja einerseits um Informationen, das kann manchmal ein bisschen trocken sein. Ja. Was du jetzt gerade erzählt, das sind ja Geschichten, die die Kunden spannend finden. Das sind die Geschichten, die abends jetzt ihren Freunden erzählen oder ihren Nachbarn erzählen und sagen, hast du nicht gehört, Autohaus oder Werkstatt XY hat dies und jenes gemacht. Das ist ja das, was die Menschen beschäftigt und darüber reden die. Und dann sagst du, also Inhalt des Podcasts, da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Fakten aus dem Autohaus zu vermitteln, sondern es geht die Geschichten so zu verkaufen, dass der Kunde sagt, ja genau. Cool. Aha. Genau, also das ist alles... hängt das so ein bisschen mit Storytelling zusammen. Und wichtig ist immer, das aus Kundensicht zu sehen. Was wünscht sich der Kunde? Wie gesagt, der Kunde, klar, wünscht er sich eine zuverlässige, verlässliche Werkstatt, die ihn nicht über den Tisch zieht und so weiter. Und ein Autohaus, was ihn vernünftig berät, auch in der Zusatzausstattung, wenn ich ein Auto kaufe. Brauche ich jetzt wirklich hier in Nevada eine Sitzheizung oder eine Lenkradheizung? Ja, das stelle ich jetzt nicht. Ich brauche immer eine Sitzheizung, Tom. Nur die hast du hier. Wo ich heute eingestiegen bin, das Auto stand wirklich so in der Sonne. Sonne schön durch die Windschutzscheibe. Und ich weiß noch, wie ich mich früher in Deutschland immer geärgert habe im Winter, warum es noch keine Lenkradheizung gab. Und die gibt es ja jetzt zum Glück mittlerweile. Ja. Und hier hatte ich sofort diesen Flashback, wie ich in Deutschland im Winter in dieses eiskalte Auto gestiegen bin und keine Lenkradheizung hatte. Und hier bin ich eingestiegen, lang ans Lenkrad an, lass mich so in den Sitz reinschwenken und denke mir, fuck, scheiße, heiß, heiß, heiß. Und hab mir die Finger verbrannt am Lenkrad. Und habe gedacht, Mensch, eine Lenkradkühlung wäre natürlich auch cool. Ja. Genau. Schön. Sitz nie mehr gezählt. Ich beneide dich. Ja, also es sind schöne Bilder, ne? Also weil ich denke, das ist wirklich ein guter Ansatz. Also du sagst, Podcasten ist jetzt nicht im Vertriebsteam aufgehängt, sondern das sollte eigentlich dann eher ein Marketing-Thema sein, ein Online-Marketing-Thema mit Menschen, die
die Probleme und Herausforderungen der Kunden genau kennen, also die erstmal wissen, wer sind unsere Kunden. Also du hast jetzt in deiner Podcast-Meisterschule, das fand ich auch sehr spannend, so dieses Thema der Persona sehr genau erklärt. Also wer ist mein Kunde? Und dass du so auch einen Begriff dafür bekommst, ein Gespür dafür kriegst, wer kauft denn bei dir überhaupt? Genau. Weil das ist halt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich versuche, und da gibt es ja diesen Spruch im Marketing, wenn du versuchst, jeden zu erreichen, erreichst du keinen. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Porsche-Autohaus habe oder Mercedes, BMW, also irgendwas Hochpreisiges, dann ist halt die Frage, macht das Sinn, wenn ich eine einkommensschwache Zielgruppe targetiere? Vermutlich eher nicht. Wenn ich aber jetzt natürlich ein Autohaus habe, was eher im Low-Budget-Bereich von den Marken ist, also nicht von den Marken, von den Kosten her, von den Preisen, klar, dann gehe ich natürlich auf geringere Einkommensgruppen von meiner Zielgruppe hin. Von daher ist das auch immer so ein Punkt, wo erreiche ich meinen Hörer? Was macht jemand, der, ich sag mal, oder ein Jaguar-Fahrer? Gibt es Unterschiede zwischen Jaguar-Fahrer und Porsche-Fahrer? Ich glaube schon. Es sind beides relativ teure Autos, aber ich denke, die Personen, die diese Autos fahren, weißt du, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung, aber ich vermute mal, die können wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein, oder? Das kommt immer drauf an. Also es kommt auch vor allem aufs Modell drauf an. Also ich, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Jaguar F-Type zum Beispiel hast, der ja wirklich fantastisch klingt, und dann hast du dann den Porsche daneben. Und das sind unterschiedliche Menschen, die fahren, also meiner Erfahrung nach. Ne? Also es ist natürlich, alle haben Spaß daran, so ein Auto starten zu lassen und dieses Geräusch, was dir so Gänsehaut macht. Ich persönlich finde ja, war das im Fenster hängen, dass der F-Type cooler klingt als der Porsche. Aber das habe nur ich jetzt gesagt. Aber das sind, die Menschen sind unterschiedlich. Ja. Das hast du recht. Klar. Und daher ist das wirklich wichtig, so diesen, was du gerade angesprochen hast, wir reden hier immer von dem Avatar, also von unserem idealen Kunden. Dass ich halt genau überlege, wenn ich jetzt halt zum Beispiel ein Jaguar-Autohaus habe, wer ist der typische Jaguar-Kunde? Was macht der sonst noch? Wo geht der normalerweise hin? Was hat der sonst noch für Interessen? Gibt es vielleicht sogar eine bestimmte Berufsrichtung, wo die überwiegend arbeiten? Also keine Ahnung, sind vielleicht 20% aller F-Type-Fahrer Rechtsanwälte? Keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur mal so dahingeworfen. Oder sind das Ärzte oder Uni-Professoren oder, ja, also einfach, dass man überlegt, gibt es vielleicht da eine bestimmte Zielgruppe, die ich wirklich greifbar machen kann? Mhm. Und wenn ich diesen idealen Hörer habe, wenn ich feststelle, jawohl, das sind überwiegend, keine Ahnung, 20% aller Kunden, die den F-Type kaufen, sind Zahnärzte. Ja, dann weiß ich schon mal gleich, ah, okay. Das macht 20% aus. Das heißt, wenn ich diese schon mal targetiere, habe ich die 20% schon mal in den Sack und kann einfach noch viel mehr erreichen, weil es gibt ja sicherlich mehr Zahnärzte als die paar, die jetzt bei mir den F-Type gekauft haben. Mhm. Und dann überlege ich einfach, okay, wie kann ich diese targetieren? Wo kriege ich die her? Und wie kann ich denen im Endeffekt noch mehr Mehrwert durch meinen Podcast bieten? Okay. Gerade bei solchen Marken, da kann man viel noch über Tradition gehen und so weiter. Da kann man auch so ein bisschen Storytelling machen. Wo kommt der Name F-Type her? Und jemand, der sich für bestimmte Autos, ich sag mal, für sehr klassische Autos interessiert, also auch das typische Porsche 911. Ich meine, es gibt, glaube ich, kaum eine Sportwagen-Ikone, die so bekannt ist wie der 911er, dass man da auch so ein bisschen erzählt, warum heißt das Ding überhaupt 911er? Wo kommt das überhaupt her? Warum ist das kein 912 oder 816 oder was weiß ich? Warum heißt der genauso? Wie kam der ursprünglich zu der Form? Wie kam jemand auf die Schnapsidee, aus einem 911er einen Offroad-Wagen mal zu bauen und damit durch die Wüsten zu brettern? Also lauter solche Sachen, wo man so ein bisschen so die Geschichte auch dahinter erzählt. Das, was den ohnehin schon Fan interessiert, und dann zum Superfan macht und dadurch wieder das Thema Kundenbindung, Kundenvertrauen. Oh geil, den gibt's jetzt auch. Ach, es gibt jetzt sogar ein GT3 RS. So, oh ja, okay, auch nicht schlecht. Dann upgraden wir den 911er mal ein bisschen und holen uns noch ein Spaßauto dazu. Okay, und dann sagst du einfach, das Verkaufen
ist dann das Nebenprodukt. Das heißt, du erzählst Geschichten, die deine Zielgruppe interessiert, in der Sprache, die sie versteht. Und genau, dann ist das Thema Verkaufen dann das Produkt dahinter und sorgt dafür, dass das Vertrauen da ist, dass die Kunden kommen und letztendlich das Autohaus dann sich erfolgreich positioniert und auch anders positioniert im Vergleich zu seinem Wettbewerb. Ja, korrekt, genau. Und wichtig ist halt auch wirklich, du hast es gerade mal gesagt, die Sprache der Kunden zu sprechen. Das heißt, der Kunde wird vermutlich niemals sagen, ich habe mir einen Porsche 911 gekauft. Der Kunde wird wahrscheinlich von einem 11er reden oder einem 911er. Und das ist halt auch wichtig, dass man halt nicht diese klassische Vertriebsprospektsprache verwendet in einem Podcast, sondern die Kundensprache, weil nur dann erkennt sich der Kunde auch wieder. Von daher wäre auch eine Überlegung, ob der Podcast nicht vielleicht sogar eher von Kundenservice-Mitarbeitern gesprochen wird, weil der Kundenservice-Mitarbeiter, der wirklich an der Telefonhotline hängt, der sich den ganzen Tag nur die Sorgen der Kunden anhört und die Wünsche der Kunden, ich glaube fast, dass der am besten die Sprache des Kunden kennt, besser als der Vertriebler und besser als der Marketingtyp. Ja. Weil die haben immer die Gefahr, dass die wieder ins Verkaufen abrutschen. Der Kunde, der Service-Mitarbeiter, der ist mehr kundenorientiert, weil der verkauft nicht, dem ist das egal, der will den Kunden glücklich machen. Und darum ist das da, glaube ich, besser aufgehangen. Und verkaufen kann man ja trotzdem, wenn wir nochmal, haben wir noch Zeit, noch so ein Beispiel noch mit reinbringen? Ja, okay. Gerne. Wenn wir dieses Beispiel haben von wegen 5 Dinge, die Sie vor Ihrem Urlaub unbedingt am Auto überprüfen müssen, keine Ahnung, Scheibenwischwasser, Batteriecheck, Reifenprofiltiefe, Ölstand, Wasser, was weiß ich, ja. Blabla, das kann sie alles machen. Übrigens, und dann am Ende der Episode, jetzt wissen Sie, was Sie alles tun müssen. Falls Sie darauf keinen Bock haben, Sie wissen ja, für 19,99 Euro können Sie das in jeder unserer Werkstätten selber checken lassen. Einfach anrufen unter 089, blablabla, kurzen Termin vereinbaren. Und wie gesagt, was meinst du, wie viel davon dann wirklich zu der Autowerkstatt fahren und sagen, ach komm, für 20 Euro, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, mir die Finger dreckig zu machen. Wie cool. Wir haben jetzt ja gerade schon mal so ein bisschen über den Aufbau gesprochen, vielleicht, dass wir es nochmal runterbrechen, was dazu gehört. Also erstmal hast du gesagt, nicht Vertriebler sprechen lassen, sondern ich finde es großartig. Also wenn du tatsächlich einen Serviceberater fragst, was ist die Sprache deiner Kunden, ja, was schreiben dir der auf die Zettel drauf, wenn die sich ärgern, wenn die eine Reklamation schreiben, was ist genau die Formulierung, dass du tatsächlich dann auch weißt, was beschäftigt deine Zielgruppe, deine Kunden und mit welchen Worten beschreiben sie das? Dann erzähl doch nochmal ganz kurz einen Aufbau, ganz kurz aus dem Nähkästchen. Wie baust du eine Episode auf, dass die erfolgreich ist, dass die gut ist? Im Endeffekt geht es eigentlich immer darum, dass man am Anfang bei einer Episode, also zu einer vernünftigen Episode gehört immer auf jeden Fall erstmal ein Intro. Das Intro ist im Endeffekt meine Titelseite von meinem Buch, meine Umschlagseite, was jeder Katalog, jedes Prospekt hat. Das ist erstmal das Intro. Und das Intro sollte relativ kurz und knapp sein. Das heißt, so um die 10, 15 Sekunden, also nicht länger als 20 Sekunden. Und wirklich auch mit Musik unterlegt, wie so ein kleiner Radio-Jingle, den man im Endeffekt aus dem Radio kennt. Wo ein Soundschnipsel mit drin ist. Und das hat auch wieder den Vorteil, dass man das Thema Audio-Branding mit reinbekommt. Das heißt, dieser Wiedererkennungseffekt. Ich meine, jeder kennt dieses Dü-dü-dü-dü-dü. Ja? Bestimmte Töne, wo man sofort weiß, ah, die sind das. Und das hat man im Endeffekt dann auch durch dieses Intro, was man auch mit reinkriegt. Dann bei einem Intro, bei einer Episode sollte am Anfang immer ganz grob gesagt werden, worum es geht. Liebe Hörer, in der heutigen Episode reden wir über die 5 Dinge, die Sie vor Ihrem Urlaub unbedingt an Ihrem Auto noch prüfen müssen. Dann kommt der Jingle, ja, kurz dieses Musik und tralala und hier ist der Podcast vom XY Autohaus, Ihr Autohaus für, keine Ahnung, vertrauensvollen Service, also oder. Also überlegt man sich halt auch so einen Jingle, der ist halt immer gleich. Und dann geht es im Endeffekt rein in die Episode, wo man kurz das Problem darstellt. Also ich gehe natürlich nicht hin und sage dann direkt nach dem Jingle, also liebe Hörer, erstens prüft ihr euer Wischwasser, Scheibenwischwasser, zweitens den Ölstand, drittens, ich meine, dann ist die Episode in einer Minute um. Also das macht natürlich keinen Sinn. Kurze Episode. Genau.
Genau, sondern ich erzähle eventuell sogar eine kurze Story von wegen, auch zum Beispiel aus dem Servicebereich. Einer unserer letzten Kunden, der war ganz aufgelöst hier, dem haben wir dies und jenes ist da passiert im Urlaub und das, er ist dann hängen geblieben und musste dann noch auf der Autobahn übernachten, weil im Schnee steckt er noch fest, der Abschleppwagen kam nicht durch und dann ging es ins Hotel. Ja, also wirklich so ein bisschen kurz das Problem schildern. Warum ist das so unfassbar fucking wichtig, dass man eben diese fünf Dinge noch vor der Urlaubsfahrt halt machen muss, damit mir eben nicht das passiert, was dem Kunden passiert ist, was der Kunde uns ja erzählt hat. Das ist ja ein realer Fall. Ja, es geht ja jetzt nicht um irgendwelche erfundenen Dinge. Das heißt, ich packe das in so eine kleine Story. Und wenn ich dann dem Kunden, dem Hörer in dem Fall, dieses Problem klar gemacht habe von wegen, hey, das kann dir passieren, wenn du das nicht tust. Das ist ein reales Problem. Dann gehe ich hin und sage, also, die Dinge sind Wischwasser prüfen, dieses, jenes, Reifenmuttern testen, was weiß ich. Also ich meine, da wissen die Autohäuser, glaube ich, besser als ich. Das sind jetzt einfach nur ganz triviale Beispiele. Ich sehe schon einige Mechaniker, die schon denken, boah, der Kaul ist der gar keine Ahnung. Aber genau, das ist, kann natürlich als Platzhalter für alle anderen Dinge natürlich auch genannt sein. Das ist, glaube ich, hoffentlich klar. Genau, und dann gehe ich praktisch auf diese einzelnen Dinge halt ein. Mhm. Erkläre das auch noch kurz, wo man das machen kann, von wegen, woran man das vielleicht erkennt. Was weiß ich, das Wischwasser, das hat immer eine blaue Kappe oben drauf mit dem Sprinkler-Symbol von dem Scheibenwasser. Nicht die Kappe aufdrehen, wo Brake Fluid draufsteht oder so. Ja, also da auch mal so ein paar Sachen machen. Oder man kann sogar dann auch noch, je nachdem, wie viel Mühe man reinstecken will, wobei das natürlich dann noch mehr Arbeit ist, dass man dann praktisch zu jeder Podcast-Episode, dass man die auf der eigenen Website auch hat und dann auch einen kleinen Blogbeitrag dazu macht, wo man vielleicht sogar noch mit Bildern das hinterlegt, wo man kurz ein Foto von der Motorhaube macht. Am Beispiel vom, keine Ahnung, schreibt man bei Modell XY. Hier ist Wischwasser wird aufgefüllt, da ist der Ölmessstab, da ist dies, da ist jenes. Wie gesagt, das gehört dann zwar nicht mehr zum Podcast, aber könnte man als Zusatzservice auch noch mit reinbringen. Genau, und zum Schluss, wenn ich dann halt meine 5 Punkte oder 10 Punkte erklärt habe, die der Hörer unbedingt vor der Urlaubsfahrt machen muss, dann kann ich halt so dieses Angebot reinwerfen. Übrigens, ihr wisst jetzt ganz genau, was ihr tun müsst. Falls ihr darauf aber keine Lust habt, unsere Werkstattnetz steht euch deutschlandweit mit 50 Werkstätten in der ganzen Republik verteilt zur Verfügung und wir machen das für euch für 19,99 Euro. Das ist ja eine gute Vorlage jetzt, Tom, ne? Komm, ne? Ich bin so, echt gespannt, wie viel. Ja, und auch wenn jetzt die Zuschauer sagen, ich will das auch. Ich weiß es bei mir. Ne? Also ich habe ja damals, als ich gedacht habe, ich brauche einen Podcast, dann habe ich mir deine Podcast-Meisterschule gekauft. Mhm. Dann habe ich die mir durchgehört und du machst da ja wirklich Stück für Stück in den Videos. Also wenn, da ist ja genau drin, wie du es machen sollst. Aber dennoch sitzt du dann da und denkst du so, wie mache ich es denn? Also gerade wenn du auch nicht diese technische Affinität hast. Also bei mir ist es so, ich kann ja ganz gut quatschen mittlerweile, aber diese Technik, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Das ist immer wieder was, wo ich mir denke so, ich hätte gerne Unterstützung. Deswegen sagte ich gerade eine gute Voraussetzung, also eine gute Vorlage. Das heißt also, wenn jetzt die Zuschauer sagen, wie setze ich es denn um, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Tom, oder? Genau, richtig. Also vom zum einen, die erste Möglichkeit, die natürlich auch erstmal auf der Hand liegt, ist Try and Error. Das heißt, wir haben jetzt drüber gesprochen und dann kann man sich jetzt einfach Audacity besorgen zum Aufnehmen. Man kauft sich irgendwie ein einigermaßen vernünftiges Mikrofon. Ich sag mal so, ab 50 Euro kriegt man schon recht gute Mikros. Also das ist natürlich noch kein High-End-Studio-Mikrofon, aber wie gesagt, so ein Blue Snowball oder sowas, die sind eigentlich ganz cool. Wie gesagt, die kosten ungefähr 50 Euro. Und wie gesagt, die sind vom Klang ganz gut. Und dann kann man einfach mal selber natürlich ausprobieren, aber das kostet einfach viel Zeit, viel Fehler, viel Nerven und letztendlich auch sehr, sehr viel Geld, was man dann nämlich alles übersieht und falsch macht. Zweite Möglichkeit ist, sich einen Online-Selbstlernkurs zu kaufen, wie zum Beispiel meine Podcast-Meisterschule.
wo ich in den ganzen Videos wirklich genau erkläre, das vormache, wie was geht und so weiter, auch mit der Strategie, mit dem richtigen Launch und so weiter. Und die dritte Möglichkeit ist, die einfach sagen von wegen, ja, ist ja ganz gut und schön, aber wir haben dafür weder Zeit noch Lust, noch die Manpower, das zu machen. Für die bieten wir auch komplette Done-for-You-Pakete an. Das heißt, da kümmern wir uns komplett um alles von der gemeinsamen Ideenfindung der Episoden. Wobei das muss natürlich im Zusammenhang im Autohaus passieren, weil ansonsten sind die 5 Urlaubsvorbereitungsteile nämlich Wischwasser, Öl, Ölstand. Und ich glaube, das will das Autohaus nicht, sondern vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger vom Content. Das heißt, das würden wir natürlich schon zusammen aber erarbeiten von den Themen. Aber dann können wir im Endeffekt auch komplett wirklich inklusiv Profisprecher die Sachen einsprechen und so weiter, dass sonst das Autohaus oder der Kunde im Endeffekt damit gar nichts am Hut hat. Also das sind im Endeffekt die 3 Dinge. Was noch wichtig ist bei einem Podcast, dass man das von Anfang an gleich richtig macht, weil bei iTunes, was der Hauptdistributor von Podcasts ist, gibt es die sogenannte Kategorie neu und beachtenswert. Das ist eine Kategorie, wo man reinkommen kann als neuer Podcaster, wenn man gewisse Kriterien erfüllt und bestimmte Downloads und so weiter hinkriegt. Und dann steht man sogar noch vor den Top-Ranking-Podcasts immer ganz oben. Das heißt, die erste Kategorie ganz oben ist immer neu und beachtenswert. Dann kommt Top aktuell und dann kommen erst die Charts. Das heißt, selbst wenn ich auf meinen super Platz 1 Podcast habe, stehe ich immer noch vom Visuellen unter den neu und beachtenswert. Der Vorteil von neu und beachtenswert, oder besser gesagt der Nachteil ist, dass es halt nur für eine Zeit lang so ist. Das heißt, man hat wirklich nur die ersten paar Monate die Chance, da reinzukommen und dann nie wieder. Das heißt, man sollte den Launch richtig machen, richtig starten, um auch gleich dieses Potenzial zu bekommen. Wenn man sich dann mal überlegt, ich will jetzt noch nicht mal von Zehntausenden Downloads reden pro Episode. Bleiben wir mal wirklich einfach mal wirklich super konservativ, also so konservativ, dass es mir eigentlich schon fast wehtut, reden wir nur mal von, keine Ahnung, 100 Downloads pro Episode. Ja? 100 potenzielle Kunden, die sich meine 5 Urlaubstipps anhören oder die 10 Dinge, woran ich erkenne, dass eine Werkstatt mich über den Tisch zieht. Nur 100 pro Episode. Ja? Was meinst du, wie vielen von den 100 eventuell Kunden bekommen würden? Selbst wenn das nur ein neuer Kunde jeden Monat ist. Ja, wir reden von 1% der Hörer. Ja? Nur ein neuer Kunde jeden Monat. Aber das langfristig durch, immer weiter, weil das ist ja auch der große Vorteil vom Podcast. Der ist ja nicht tagesaktuell, sondern die 5 Urlaubstipps fürs Auto, die können ja dieses Jahr gehört werden, die sind nächstes Jahr noch genauso aktuell und übernächstes Jahr auch. Das heißt, es kommen ja immer wieder neue Hörer dazu, die den Podcast wieder neu entdecken. Und dadurch ist die Episode, die man einmal produziert hat, das ist ja Evergreen Content. Der ist ja auch noch in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Wie gesagt, das wird bei mir jetzt nach über 8 Jahren, wird immer noch meine Episode 1 ja auch noch gehört. Jetzt zwar nicht gigantische Downloads, aber das sind jeden Tag immer noch mal, keine Ahnung, 30, 40 Downloads, die auf meine Episode 1 gehen, die 8 Jahre alt ist. Ja, das ist ganz spannend, ne? Also auch bei mir, und du hattest ja eben gerade auch gesagt, jetzt bei der Vorbereitung, du hast jetzt professionelle Sprecher, aber da meintest du Intro und Outro, ne? Weil ich denke, so als Podcaster selber, du musst ja nicht perfekt sein und du wirst ja auch immer besser beim Tun, deswegen, wenn du jetzt gerade sagst, es gibt jeden Tag noch 30 Downloads für deine erste Episode. Das ist bei mir auch so. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, heute 156 Episoden. Und wenn ich mir dann denke, so meine Nullfolge, das ist immer noch so Boden, tu dich auf und lass mich rein. So, mein Gott. Weil damals war es dann so, mein Coach, mit dem ich gearbeitet habe, der hat irgendwann gesagt, Andrea, mach das Mikrofon an und quatsch da rein. Und ich so, nein, auf keinen Fall. Und dann habe ich das dann doch gemacht. Und dann ist halt meine Nullerfolge draus entstanden, wo ich mich jetzt, also ich weiß nicht, ob ich mich dafür schäme, aber das gehört einfach zum Prozess. Und mittlerweile ist es so, dass die Hemmschwelle jetzt auch beim Sprechen niedriger geworden ist und ich meine Stimme mittlerweile auch mag und damit einfach auch gut umgehen kann. Also, ist ja so eine Reise. Absolut. Einer Mentoren hat mal zu mir gesagt,
wenn du dich für deine erste Podcast-Episode in ein paar Jahren nicht schämst, dann hast du viel zu spät gestartet. Ist es so? Ja, das ist bei mir genauso. Wenn ich meine ersten Episoden anhöre, die ersten 50 oder so, wo ich mir denke, eieieiei, wieso sind die erfolgreich geworden damals? Aber ich glaube, das ist aber irgendwo auch so dieser Charme, der sowas ausmacht. Eben, dass man sich auch mal verspricht bei einem Podcast, auch mal versprechen darf, dass man auch mal einfach drüber lacht, dass man auch einfach mal auch mal fluchen darf in einem Podcast oder auch mal weinen darf in einem Podcast. Also je nachdem, über was für Themen man spricht. Also ich habe vor, ich glaube, die Episode 635 habe ich einen Nachruf gemacht für Rüdiger Neberg, als er gestorben ist, was auch ein ganz lieber Freund von mir war. Und da habe ich Tränen in den Augen gehabt, als ich die Episode eingesprochen habe. Und da habe ich wahnsinniges Feedback von Leuten, von Hörern drauf bekommen. So von wegen, Tom, Wahnsinn, dass du einfach das auch so menschlich gemacht hast und jetzt nicht einfach nur wegen, ja, Rüdiger hat dies und jenes gemacht und blablabla, sachlich runter, sondern die haben einfach gemerkt, man merkt, dass da unheimlich viel Liebe einfach mit drin war, unheimliche Emotionen. Mhm. Und das ist halt, das bringst du halt über den Podcast drüber. Und du kannst, wenn du so ein bisschen Übung noch hast, wenn du weißt, wie du mit dem Mikrofon umgehst, ja, allein die Entfernung vom Mikrofon, ob ich jetzt hier hinten irgendwo bin, weiter vom Mikrofon weg bin, oder ob ich dir jetzt echt was ganz Persönliches sagen muss, Andrea. Nur für dich. Ja? Also, wie du einfach mit der Stimme spielst, mit dem Abstand zum Mikrofon spielen kannst, das sind so Dinge, die sind wahnsinnig intim im gewissen Sinne auch, weil der Hörer, der hat nur diese beiden kleinen Knöpfe oder eben den Lautsprecher, worüber er sich hört und der Rest findet im Kopf statt. Also, das ist eine wahnsinnig intensive Beziehung, die man eben zu seinen Hörern damit aufbaut. Und ich kriege Hörermails, wo mir Leute, je nachdem, was ich halt für ein Thema, die beziehen sich natürlich meistens auf eine bestimmte Episode, wo mir Leute ihr Herz ausschütten, wo die dann sagen, hey, du hast hier dieses Thema angesprochen, was weiß ich, die 10 größten Fehler für Unternehmer, einfach jetzt mal als Beispiel. Und dann haben wirklich ein paar Unternehmer angeschrieben, ja, so und so, das war bei mir auch und hin und her. Und dann ging es über Insolvenz, dann hat mich meine Frau noch verlassen und dann war dies und jenes und kurz vorm Selbstmord und dann aber trotzdem wieder rausgekommen. Und das sind wirklich Dinge, wo ich mir denke, wow, das ist ein Brief, den ich meinem besten Freund schreiben würde, aber doch nicht irgendeinem fremden Podcaster. Also was die Wertigkeit der Hörer zeigt, was der Podcaster für eine Wertigkeit für den Hörer hat, das heißt, dass er ihn wirklich als Freund, als Vertrauensperson sieht. Ja. Und wenn du das als Business schaffst, als Autohaus, als Werkstatt oder was auch immer, dass der Hörer, dein Kunde, dich als Freund wahrnimmt, dem er vertraut wie einem Freund, hey, alle hopp, dann ist eine 10-fache Umsatzsteigerung ein Scheiß. Also dann ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was man dann langfristig mit diesem Kunden auch umsetzen kann, solange man das Vertrauen natürlich nicht missbraucht. Das ist natürlich völlig klar. Aber wenn man seinen moralischen, ethischen Werten gerecht bleibt, hat man Kunden fürs Leben gewonnen. Was für eine Chance. Ja, also ich sehe das schon. Also ich, ja. Wenn ich mich jetzt so reden höre, ich würde sofort einen neuen Podcast starten wollen. Ja, ich überlege auch gerade. Tom, wir können ja im Rahmen des Kongresses jetzt auch nur einen bestimmten Zeitraum sprechen. Ja. Gibt es irgendeine Frage, die ich dir jetzt noch nicht gestellt habe, wo du aber denkst, das ist für die Zuschauer wichtig im Bezug auf Podcast, einen erfolgreichen Podcast, irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt noch ganz relevant und möchtest du gerne noch loswerden? Ich glaube, das Hauptding ist, es nicht zu verkomplizieren, ist eine Sache. Das Rad nicht neu erfinden zu wollen, ist auch eine ganz wichtige Sache, weil das sind halt oft ja so die Marketingleute oder die Marketingagenturen, die sagen, oh Moment, ja, das gibt's ja schon so, lass das anders machen. Und nicht immer ist anders gut oder besser. Also manchmal macht Sinn, gewisse Strukturen, bewährte Strategien auch einfach so zu nutzen, weil die funktionieren. Ja, warum soll man das ändern? Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und letztendlich einfach tun, weil es war 2013, was ja jetzt schon gefühlte 1000 Jahre her ist, hat iTunes die Meldung rausgebracht, da haben sie den 1 Milliardsten Abonnenten gefeiert. Das heißt, 1 Milliarde Abos
wurden nur auf iTunes abgeschlossen, das heißt Podcast-Abos. Das heißt, rein rechnerisch bei 7 Milliarden Menschen hört jeder siebte Mensch einen Podcast oder 2013. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen leer wieder. Und wenn wir überlegen, dass es ja doch einige Bereiche auf der Erde gibt, wo wahrscheinlich das Internet nicht so gute Abdeckung hat und die vielleicht wirtschaftlich auch nicht so gut dastehen und wir das jetzt nur mal auf unsere, ich sag mal, Industrienationen beziehen, dann ist das wahrscheinlich jeder zweite, der dann sogar schon einen Podcast gehört hat, nicht nur jeder siebte. Und manche hören auch mehrere Podcasts. Und wie gesagt, das war 2013. Und da wir wissen, wie schnell sich die Zeit entwickelt, ist eigentlich nur mein Tipp, mach das. Weil gerade im technischen Bereich, im Vertriebsbereich, bei Autohäusern, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, das ist, weil das auch nicht meine Branche ist, da weißt du wahrscheinlich besser, wie viele gibt es so von Autohäusern oder Automarken von den Podcasts? Sind das viele? Nee. Also ich denke, es ist wirklich eine gute Chance, jetzt auch sich zu überlegen, wie du es gestartet kriegst. Weil es gibt natürlich jetzt schon einige Podcasts, aber es ist eine Minderheit. Und ich denke, das ist wirklich jetzt, es war jetzt so inspirierend auch, jetzt mal zu schauen und zu sagen, es ist alles da und du sagst ja einfach tun, machen und im Zweifel Hilfe holen und dann loslegen und einen Unterschied machen zum anderen Autohaus um die Ecke, um deine Kunden anzusprechen, um deine Kunden zu dir in dein Autohaus zu holen. Tom, abschließend. Ganz kurz, mir fällt noch ein Beispiel gerade ein, was vielleicht noch ganz wichtig ist. Und zwar von einem Elektriker, der also ein ganz normaler Elektroinstallateur, der so mehr oder weniger schlecht als recht leben konnte von seinem Teil. Über den haben wir eine Sache, was mit einem Podcast mit aufgebaut. Der hat durch seinen Podcast, hat er dann letztendlich noch ein Productized Service dahinter gehangen. Das war eine One-Man-Show. Und der hat sich dadurch dann letztendlich spezialisiert auf bestimmte Beleuchtungen halt, Interiorbeleuchtung. Und der macht mittlerweile zwischen 10.000 und 15.000 Euro jeden Monat als One-Man-Show. Ist dadurch ins Hochpreissegment gekommen, weil er die Strategie eben richtig umgesetzt hat. Und was ich deinen Teilnehmern da auch gerne mit anbieten möchte, ist einfach, weil man kann nicht sagen, dass nicht jeder hat Lust auf einen Selbstlernkurs, also einen Online-Kurs durchzumachen wie die Podcast-Meisterschule, aber und auch nicht jeder hat jetzt das Geld für ein komplette Done-for-You-Paket, wo wir sogar auch die Sachen sprechen. Und ich meinte das wirklich so, wir haben sogar auch Sprecher für die Episoden. Also wir können auch komplett alles sprechen. Nicht nur Intros, Outros. Aber gut, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Das heißt, nicht alles passt auf jeden. Das heißt, was ich da einfach deinen Hörern oder deinen Zuschauern anbieten würde, wäre einfach ein kostenloses Strategiegespräch, dass wir einfach mal überlegen, was macht überhaupt Sinn. Und da bin ich auch ganz offen. Also ich will da nicht unbedingt so einen Done-for-You-Service verkaufen, weil das ist für uns natürlich auch viel Arbeit. Sondern wirklich, ich bin da sehr straight und sage einfach, hey, für dich macht es am meisten Sinn, kauf dir die Podcast-Meisterschule. Kannst du selber durchmachen oder halt, wenn sich rausstellt, nee, das haut nicht hin, dann kann man auch über diese Done-for-You-Leistungen reden und dass wir das übernehmen, entweder komplett oder irgendwie die Hälfte davon oder nur die Strategie oder was auch immer. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, für deine Teilnehmer einfach ein kostenloses Strategiegespräch für 20 Minuten können wir machen und dann können wir mal so ein bisschen abklopfen, was für diejenigen Sinn macht. Fantastisch. Packe ich ins Kongresspaket mit rein, sodass dann die Zuschauer da gerne auch tiefer eintauchen können. Jetzt stelle ich meine letzte Frage. Weil die ist für jeden Gast, auch für dich. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Was kommt jetzt? Bitte gut aufpassen. Tom, was machst du, damit es dir gut geht? Wie schaust du auf dich? Viel trinken. Das war jetzt gemein. Die Frage war zu kurz. Ich habe jetzt mit einer längeren Frage gerechnet. Darum habe ich habe sie nur cool anmoderiert. Also was tust du für dich damit? Also was tue ich für mich, damit es mir gut geht? Was tust du für dich, damit es dir gut geht? Wie schaust du auf deine Balance? Du hast schon vieles richtig gemacht. Wenn du ein Lenkrad hast, was so warm ist. Was machst du sonst? Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Freizeit habe, damit ich nicht zu faul werde in meinem Business.
Das wäre jetzt sehr gemein, wenn ich das jetzt so sagen würde, ne? Nein, also im Ernst. Was tue ich? Also ich achte wirklich auf eine sehr, sehr Ausgewogenheit. Ausgewogenheit? Sagt man das so? Ausgewogenes Leben. Hört sich besser an. Genau. Aha, okay. Auf ein sehr ausgewogenes Leben. Das heißt, ich habe wirklich ein sehr freizeitlastiges Leben, was ich mir, das hört sich jetzt alles so locker an, aber ich meine, die 8 Jahre und auch davor, natürlich gab es immer mal Hochs und Tiefs und so weiter. Das war jetzt auch nicht so, dass alles super easy immer gelaufen ist, sondern es waren auch mal Phasen bei, wo man ganz einfach gestruggelt hat. Ich meine, alles andere, das ist halt, jeder Unternehmer kennt das. Es gibt gute und schlechte Tage. Ja. Genau, mittlerweile haben die Guten deutlich Überhand und ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Und ich versuche halt wirklich, auch wenn ich immer so viel wieder neue Ideen für neue Projekte habe und ich glaube, ich könnte jeden Tag eine neue Firma gründen mit einem neuen Projekt und ich wäre mir sicher, dass wahrscheinlich 70-80% der Firmen auch super erfolgreich werden würden. Und da muss ich mich so ein bisschen zusammenreißen, dass ich das eben nicht tue und wirklich mehr auf dieser Freizeitebene bin und einfach nur gucke, was will ich umsetzen, womit kann ich noch einen Impact hinterlassen. Also da geht es auch gar nicht mehr nur rein um Geld, sondern wo kann ich was bewegen? In welchen Dingen, also in welchen Bereichen? Das ist das, wo ich sehr viel Wert drauf lege. Mhm. Schön. Genau. Und damit spüre ich einfach, wenn ich Dinge tue, die machen mir Spaß. Also so haben wir, keine Ahnung, mal 3 Monate einfach mal in Mexiko bei einer Hunderettungsstation mitgearbeitet und ich habe für die im Endeffekt das Online-Marketing aufgesetzt, weil die wussten weder, wie man online noch wie man Marketing schreibt und habe im Endeffekt mich um den ganzen Kram gekümmert und das Ganze komplett kostenlos, weil ich muss kein Geld verdienen. Also ich meine, klar, natürlich muss ich Geld verdienen, aber ich verdiene mein Geld auf Autopilot durch mein ganzes Online-Business. Alles sehr gut durchorganisiert, durchstrukturiert. Prozesse, glaube ich, sind ziemlich cool. Und von daher habe ich eben Zeit, dass ich so, ich sag mal, auch, ja, sinnvoll, alles ist sinnvoll, aber mehr so ein bisschen diese Charity-Dinge auch machen kann. Und das merke ich, das tut mir halt auch sehr gut, mich um sowas einfach zu kümmern. Das sind, glaube ich, so die Dinge, die, ja, also viel Freizeit, ausgewogenes Leben, Charity-Sachen auch noch machen und natürlich auch Business, aber im Business nur das, was mir auch Spaß macht, weil für alles andere habe ich keine Zeit. Ja, schön, dass du Zeit für den Kongress hast. Für dich doch immer, Andrea. Vielen, vielen Dank. Das war super wertvoll und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach auch so konkrete Details geteilt hast, weil ich denke, das ist wirklich so ein Rüstzeug, womit du starten kannst. Mhm. Und deswegen vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung und sorry für meine Lichtverhältnisse. Ich bin halt Podcaster und kein Videomensch. Von daher waren das jetzt die Abstriche. Alles gut. Danke, Tom. Danke für die Einladung. Ciao. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.